So, und auch für YouTube nochmal. Hallo. Ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. So, ich erkläre einmal für YouTube jetzt, was wir gemacht haben. Wir haben hier die Miasma-Wurzel eingesammelt. Wir wollten nach Irpurzburg hier die Quest da machen. Ja, es tut mir leid, so. Aber mehr hatten wir jetzt auch nicht gemacht. Wie lange war ich jetzt hier, das am Machen? 20 Minuten vielleicht, so, wo ich die Wurzel hier gesucht hatte. Und wir sind jetzt hier an dem Ding hier angekommen. So scheiße, das kann mal passieren, dass man vergisst aufzunehmen, auf Aufnahme zu drücken. Ah, okay, hier können wir nicht rein, weil wir keinen Schlüssel haben. Gut, dann immerhin weiß ich, wo das ist, habe ich jetzt gefunden. Ja, kann mal passieren, sowas. Das ist für die Zuschauer auf YouTube später, irgendwann. Es tut mir leid. Aber ihr habt nicht viel Wertvolles verpasst. Ich habe jetzt nur einmal ein Dingens hier, eine Miasma-Wurzel eingesammelt. Und war irgendwie eigentlich auf dem Weg Richtung Irwurzburg. Und habe den Weg irgendwie nicht gefunden. Also viel habt ihr nicht verpasst. Ah ja, und ein bisschen sowas hier eingesammelt. Weil mir erstmal Flüssigkeiten brauchen wir. Ja, Kami, wie du sagst, einmal mit Profis arbeiten. Ey, das kann den Besten passieren, ja? Toll, jetzt kann ich nicht mehr springen. So. Und da haben wir Irwurzburg. Wir sind da, wir sind angekommen. Einmal verzeiht ihr mir das. Beim nächsten Mal wird gecancelt, oder? Wenn das nochmal passiert. So, was ist mit den Bienen? Hart aufs Fressbrett. Okay. War das ein Angebot? Der scheint da hinten zu üben. Ein ganz spezielles Angebot. So. Kami, ist Brom eigentlich schon wieder zu Hause oder ist er noch bei dir? So. Nicht mehr da. Oh, armes Kamilein. Ja, genau. So. Was genau suche ich wo? Glaub, was ich suche, ist hier irgendwo. Jetzt muss ich dich ertragen. Ja, ich auch. Armes Max, ey. So. Was sagt denn hier? Zeit für die Ernte. Du hast der Bäuerin Erdbeeren gegeben. Ihr Geschmack erinnert Emily an ihr altes Zuhause. Ein furchtbares Paradies, bevor es von Unheil heimgesucht wurde.
Im Austausch für die Bären hat sie dir den Ort eines vergrabenen Schatzes in der Müllgrube von Irwitzburg ver. Ich glaube, ich weiß schon wo. Da. Genau. So, die Unterhose des Bogenschützen haben wir jetzt. So, jetzt brauchen wir nur noch ein Bügeleisen, um unser Schwert zu reparieren. Da unten. Da können wir hier gehen. Dann haben wir es hier fertig. Ja, Bügeleisen. Die Dinger werden jetzt mittlerweile hier Bügeleisen genannt. Also, ich habe die immer Amboss genannt gehabt, so, und dann hat Hel irgendwann angefangen damit, die Bügeleisen zu nennen. Und seitdem ist das bei mir auch irgendwie so verankert. Irgendwann hatte ich angefangen, so aus Versehen Bügeleisen zu die Dinger zu nennen und dann so mich zu korrigieren. Wenn du meinst, dass Frauen nichts anderes kennen, das hast du gesagt, ja? So. Obeliskenforschung, Taverne von Emily Frey und die Säulen der Schöpfung. Ich glaube, auf der Seite haben wir sonst nichts mehr offen. Hier ist immer noch rot. Klar, du darfst das sagen. Gerade weil du eine bist. Ne? Ich glaube, wenn ich sowas mal behaupten würde, so vollkommen egal, ob das ernst oder nur Spaß gemeint ist, ich glaube, ich werde nicht nur gecancelt, sondern auch kastriert, gevierteilt, geköpft und alles andere auch. So, ach, hier habe ich Bronzebarren. Nice. Noch ein Bronzebarren. Da gibt es wieder das Angebot aufs Fressbrett. So, das nehmen wir mit. Gebet der Flammenschriftrolle, nice. So, jetzt ist die Frage, sind wir schon in der Lage, da hinten hin drüber? Das da fehlt uns ja noch. Also der Turm da hinten und das komplette Gebiet eigentlich da. Aber ich sehe jetzt. Ah doch, hier ist blau geworden. Wir können schon wirklich darüber. Dann erkunden wir endlich mal. Die Wüste, Ödland, was auch immer das ist. Ich vergesse immer wieder, was das ist. Da ist ein Skorpion. Stufe 21. So, was haben die? Giftsäcke. Und Schuppen. Was können wir mit den Schuppen machen? Okay, die habe ich jetzt echt nicht gesehen. Was war das denn?
Ach, da oben, der. Der ist mir egal. Palmholzblock im Werk. Palmholzblöcke. Also die Palmholzdinger gibt's also hier im Ödland. Ich sag, die waren schon da hinten in dem Gebiet. Beziehungsweise Wüste. Ich gehe immer noch davon aus, dass es eine Wüste ist oder so. Weiß. Den habe ich jetzt auch. Nein! Das war jetzt mies. Also ich wollte jetzt aber durch. Ich wollte jetzt endlich mal dieses Gebiet hier erkunden. Warte, genau. Das ist jetzt das Erste, was wir hier finden. Also sehen. Apropos, warte mal. Wir haben jetzt zwei. Okay. Hier gab es aber irgendwo noch etwas. Zuschuss. Hier meisterhafter Hinterhalt. Wo wir längere Zeit im Miasma verbringen konnten. Die maximale Miasma-Zeit wird um 5 Minuten erhöht, wodurch du länger erkunden kannst. Das brauchen wir. Das heißt, das hier müssen wir machen. Dann das und dann das. Wir brauchen bessere, also wir brauchen mehr Zeit im Miasma. Also Ausdauerzeit. So, Karawanenlager entdeckt. Ah, Kami, das ist normal, dass man keinen Plan hat. So, was ist das hier? Glassplitter. Wir kriegen hier Glas? Warte mal. Oh, warte. Okay, no neue Sachen müssen wir einsammeln. Das zwar auch, aber. So, Erfahrungsspruchrolle. Wir sind ein bisschen voll, würde ich sagen. Ich benutze die mal. Ist das hier. Wenn das hier Sand ist. Sand. Nehme ich mal ein bisschen halt mit. Vielleicht können wir damit irgendwas Besonderes machen. So, was ist das da? Sandstein. So, was? Stoff, das ist ein anderer Stoff. Also Knochen, wir haben mehr als genug Knochen. Die Kiste ist voll. Schutz brauchen wir nicht. Was haben wir noch? Sand haben wir hier. Das können wir zerlegen. Hohes Bogenschützen brauchen wir eigentlich nicht. So, Leuchtstaub, Leinen, die Äste können wir wegmachen. Palmholzstämme. Ich glaube, ich schmeiß die hier erstmal weg. Damit wir ein bisschen Platz haben. So, aber das haben wir dann erledigt. Sonnentempelgeschichten und was haben wir hier? Was ist das? Lapis Lazuli. Haben wir gefunden. Nice. Und Sandstein.
So, das nächste, was ich brauche, wäre eigentlich nur noch Eisen. Genau, Karin, wie du sagst, per fehlt. Bruchshafen. Na du? Okay, hier können wir jetzt mal erkunden. Oh nein. Nein, gleich zwei von denen. Taverne der Frey. Frey der Ferne. Ach nice, ich treffe beide. Ich muss mehr von diesen Pfeilen farmen. Natürlich wird es jetzt auch wieder dunkel. Autsch. Der Doppelsprung hat ja gerade nicht funktioniert, weil ich keine Ausdauer hatte. So, rohes Sandgräberfleisch. Was sind denn jetzt Sandgräber? So, gibt es hier wenigstens ein Bett, das ich benutzen darf? Ah, nochmal Holzscheite. Getrocknetes Fell. So, Bücher nehmen wir mit. Bücher nehmen wir mit. Hallo. Dann machen wir das so. Was das Hauptziel von dem Game ist. Also, bis jetzt heißt es, Alter, ich komme an die Dinger nicht ran. Also, bis jetzt ist das Ziel vom Spiel, hier die Flammen quasi, wieder auferblühen zu lassen, sagen wir mal so, weil man spielt ja hier das Flammenblut. Für mich meiner Meinung nach ein bisschen angelehnt an das Drachenblut aus Skyrim, aber. Ah, hier war das doch gerade. So, abbauen. Und diese ganzen Kreaturen und so sind irgendwie von so einem Miasma quasi befallen. Und es gibt hier zwei Namen, die gefallen sind, die für mich sehr nach Antagonisten klingen. Einmal der König, der hier geflohen ist. Hier, muss ich gleich nochmal schauen, wie der hieß. König Gormander, glaube ich, hieß der. So, an die kommen wir nicht ran. So. Und dann noch irgendwie so ein Magier-Zauberer aus dem Norden, von wo auch das ganze Miasma und so herkommt. Wie hieß der nochmal? Von dem habe ich das vergessen. Ah, da haben wir die. Hoppala. So. Tagebuch von Emily Frey 1. Erster Eintrag. Die Erde wird von Tag zu Tag trockener. Sie zerbröselt zwischen meinen Fingern zu Sand. Ich wische mir die Schweißperlen von der Stirn.
Blasse Tröpfchen beflecken das Feld. Sie werden wohl kaum ihren Weg in die Tiefe finden, um die Ernte zu nähren. Ich bete im Stillen, denn meine Lippen sind zu trocken, um zu sprechen. Aber ich ringe mir immerhin ein Lächeln ab, als ich das wenige serviere, das ich habe. Ich habe diese Taverne mit meinen eigenen Händen aufgebaut. Ich kann nicht ruhen und auch nicht gehen. Ich werde diesen Boden bis zum Ende bewirtschaften, wie es meine Vorfahren vor mir schon getan haben. Emily Frey. Emily Frey ist übrigens eine der NPCs, die wir quasi gerettet haben, die Einwohner unserer Siedlung ist. Ich würde solche Betten bauen. So, jetzt brauchen wir... Noch brauchen wir das. Wo ist denn die Haustür? Da ist die Haustür. Also man muss hier mehrere Personen irgendwie befreien. Oh nein! So, jetzt haben wir den. So, wo ist der andere? Ich sehe da noch eine Anschlagtafel. Also, warte mal, was können wir wegschmeißen? Stoffhetzen. Haben wir sonst noch was wir wegschmeißen können? Komm, das benutzen wir eben. Können das hier zerlegen. So, was hatte der hier noch? Knochen. Okay, Knochen brauchen wir erstmal nicht. Ja, komm. So. Kein Honig, kein Honigmet, keine glasierte und gegrillte Yucca und kein Sommerkräutertee. Bis meine Imkerpfeife und meine Honigwaben aus Ostlapis ankommen. Bis dahin heißt es cremige Tomatensuppe, gefüllte Paprika und nur noch diese Woche Drachengeier-Flügelfilet mit saurer Sahne und Kartoffelspalten. Nur solange der Vorrat reicht. Emily Frey. Also... Aktuell, bis jetzt, weil das ja noch im Early Access ist, kann ich sagen, Ziel ist es, quasi sich aufzurüsten, ein bisschen aufzubauen, alles und so weiter. Sich eine Basis aufzubauen hier und alles einzusammeln, was man erstmal kriegen kann. Es sind ja schon mittlerweile um die 40 verschiedene Baublöcke möglich. Und wenn wir hier auf die Map gehen, ist auf jeden Fall der ich weiß jetzt nicht, wie sehr das ruckeln wird, wenn ich jetzt ganz rauszoome. Also ab hier... Ah, es ruckelt schon, doch. Also sagen wir mal so... Jo, da ging ordentlich was an Frames weg. Ich muss eben kurz warten, bis das wieder sich eingefangen hat. Hat sie wieder eingefangen? Okay, aber auf jeden Fall sagen wir so, es ist vielleicht ein Viertel oder ein Fünftel fertig. Es ist von der Map fehlt noch der komplette Westen. Also alles... Sehr viel Westliches fehlt da noch auf jeden Fall. Und der komplette Norden. Also da wird noch einiges auf uns zukommen. So, habe ich hier überhaupt alles schon eingesammelt? Ich weiß es nicht. So. Bruchshafen. Hier haben wir noch Sonnentempel. Ist das da hinten, ne?
Habe ich Steine mit? Ich habe keine Steine mit. Ich würde mal sagen, ich gehe vielleicht doch noch einmal ganz kurz nach Hause. Ne, das sind die Nomadenanhöhen. Also im Grunde wirklich der komplette Norden fehlt noch und der komplette Westen. Das ist jetzt düster Dickicht. War das jemand? Hier ist mein Zuhause. Also ja, Basis noch bauen, so. Bisschen questen kann man. Man erfährt ja noch immer so Einzelheiten. Das sind die sechs Charaktere, die man haben kann. Das ist die Emily Frey, von der wir gerade gelesen haben, gehört hatten. Das ist die Jägerin, wie heißt sie nochmal? Atalante oder so ähnlich. Kate Hawthorne, der ist gefühlt ein Maulwurf, weil er von ihm hier, von dem Schmied, gerne die Sachen verbuddelt. Dann haben wir hier den Magier Balthasar. Seinen Namen habe ich vergessen. Und das ist der Sammler. Der ist neu hinzugekommen durch die Hallen der Erloschenen. Durch das Update. Das sind die größeren Dungeons. So, und jetzt will ich hier erstmal die Sachen einlagern, die wir jetzt neu haben. Vor allem die Kisten, die ich jetzt habe, die reichen wieder mal nicht aus. So, Knochenkiste ist auch sogar schon voll. So, davon hatten wir gerade gelöscht. Hier haben wir Bronze, jetzt haben wir 16 Bronze-Button. Vor allem, wir haben einfach wieder mal neue Rohstoffe jetzt wieder und nicht genug Kisten. So, die Miasma-Hoden sind auch. Haben wir nicht? Okay. Salz haben wir. Lehm haben wir nicht. Also, ich sehe da gerade was. Die gehören da nicht nach unten. Schuppen, weiß ich nicht, was sie machen soll. Wohin? Was ist das denn? Eisenpfeil. Also Glühwürmchen müssen wir auch jede Menge farmen. So. Die Eisenpfeile packe ich auch mal hier zu. Habe ich hierfür irgendwas? Nö. Die müsste ich auch mal einschmelzen. Apropos, warte mal, was? Die neuen Sachen würde ich auch mal vielleicht hier reinpacken, wie Glas, Lapislazuli, Palmholzbretter, Blöcke-Dings und die Schuppen. Packe ich erstmal auch noch mit hier rein. So, wo waren wir? Hier. Oder warte, ich habe eine Sache übersehen, die auch noch neu ist. Den Sandstein. Und den Sand. So wie den neuen Stoff. So. Merkwürdige Pilze haben wir auch. Ich glaube, hierfür haben wir nichts. Hier. Ne, haben wir nur rohes Fleisch.
Habe ich Hefe was? Nee. Bandagen? Auch nicht. Ich glaube, hier haben wir jetzt nicht wirklich was. Doch, das hier. Haben wir das? Nee, wir haben Eier, Bücher und diesen komischen Leuchtstaub. Und den hier halt. Den haben wir nicht. Das hier haben wir. So, hier haben wir Bücher. Die sind ja für Hilda. Sie hat ihm ja letztens geholfen gehabt, so beim Farmen. Deswegen habe ich da ein paar Bücher gesammelt, sozusagen, damit sie auch für die Zeit eine kleine Entschädigung hat. Weil sie ja für sich auch noch ein bisschen sammeln muss und sowas. So, Eier haben wir. Aus den Büchern kann man Bücher machen. Also teilweise kosten hier ein Buch ganz zwei Bücher. Fragt mich nicht warum. Ganz komisch. Zwei Scheiben Brot wurden ihrer Bestimmung zugeführt, was? Ich verstehe das gerade nicht. Ja, hier. Und das kann man als Dekoration aus dem Bücher, kann man Bücher machen. Ja, ist wirklich so. Hier, zeige ich dir gleich. Das ist aber Deko. Dann. Ah, und wir können Zeugs machen. Hier, Bücher. Hier, alte Bücher. Kannst du auch eine Büchersammlung machen. Dafür brauchst du fünf Bücher. Hier auch fünf Bücher. Hier auch fünf Bücher. Hier brauchst du zwei. Hier brauchst du. Für einen so einen Buch brauchst du zwei Bücher. Aber dann kannst du die auch aufstellen als Deko. Ach so, ja, okay, er hat zwei Scheiben Brot gegessen. Muss ich erstmal irgendwie checken, verstehen. Sorry. Ich stand ein bisschen auf dem Schlauch. Und das hier soll ja die neue Lagerhalle werden, aber ich bin vom Design, wie ich das gestaltet habe, sehr unglücklich. Sieht einfach wie so ein Block aus. Das sieht schon ein bisschen besser aus, oder das da. Was hier eher einfach, das ist einfach nur ein Kasten, glaube ich. Mit einem Kasten, das daneben ist. Deswegen, ich werde den hier noch ein bisschen anders umgestalten, so. Irgendwann. Vielleicht mache ich das auch nur offscreen oder so, weiß ich nicht. Also außerhalb vom Stream. Weiß ich nicht. So. Wüstenstadtmauer können wir jetzt hier bauen. Dafür brauchen wir Sandstein. Okay, das ist neu. Palmholzblock. Oh, der sieht hübsch aus. Veredelter Sandsteinblock. Normaler Sandsteinblock. Wir können jetzt 29 verschiedene Baublöcke machen. Okay. Und hallo Falli, wie geht's dir so? So, grober Sandsteinblock. Mit den Dachblöcken finde ich das irgendwie schade, dass da irgendwie so wenig gibt's. So, alles schon raus aus dem Rucksack? Ne, wir wollten zur Kochstelle. Das ist ja immer noch am Kochen, kann das sein? So, das hier ist auch neu. Ah, du bist gerade von der Arbeit gekommen. Ja, dann hoffe ich, du kannst jetzt ein bisschen entspannen. Ein bisschen ausklinken, ein bisschen genießen die Zeit. So. Wie du siehst, ich habe hier jetzt mittlerweile eine neue Hütte gebaut, die mir aber gar nicht gefällt. Das ist einfach nur so ein Kasten. Das heißt, da werde ich. Das soll die Lagerhalle später werden. Aber da werde ich noch einiges dran feilen. Vielleicht auch außerhalb des Streams. So, und dann wird das hier abgerissen, was bisher die Lagerhalle ist. Und dann hier irgendwie
Das muss aber irgendwie von außen erstmal nach was aussehen. Zumindest Grundriss haben wir schon mal. Aber an sich, so wie das ist, zu normal. Nee, zu normal? Das wäre ein Kompliment noch. Das sieht einfach aus wie so ein, wie so eine Pappkarton oder eine Holzkiste. Einfach eine überdimensionale Holzkiste, das einfach dahin geklatscht wurde. Deswegen, ich will das noch, die Lagerhalle, noch ein bisschen gestalten. Also noch mal ein bisschen um. Und das mit diesem blauen hier, das blaue Licht, wird auch irgendwann verschwinden. Sagen wir mal so. Dieses leuchtende Zeug. Aber das habe ich jetzt erstmal nur da, damit ich es im Dunkeln sehen kann. Meinst du das da? Also das sieht solide aus. Das sieht solide aus. Das sieht gut aus. So eine Art hätte ich das auch gerne. Nur da hätte ich anderen Holz, also schon das Holz, was hier ist. Das hier, das war so gefunden. Ich habe es nur repariert. Den Kasten solide. Okay. So, warte mal. Wir wollten jetzt wieder zurück. Ich muss auch mal die leeren Flächen hier absuchen. So, Nomaden anhöhen. Dann war da ein Sonnentempel. Das würde ich gerne mal mir ansehen. Beziehungsweise, warte mal. Hier ist auch noch was. Was ist denn das? Ich mache da erstmal einen Ping. Vor allem, da ist auch noch eine Höhle unterirdisch. Ach, da oben. Da ist eine Burg. Okay. Führt diese Höhle dahin? Das ist jetzt die Frage. Vor allem, dass mir erstmal da drin ist, nicht mehr rot. Das heißt, wir können da durch. Rein theoretisch. Da vorne ist was. Jetzt ist nur die Frage, was ist denn das? Muss das so sein? Jo. Ja, definitiv ein wildes Design. Okay, der kommt nicht an mich ran. Autsch. Also das ist definitiv sehr, sehr wild. Keine Ahnung, ob das jetzt bei mir irgendwie so verbuggt ist oder so. Keine Ahnung. Ob hier noch irgendwie was kommen soll. Ob das irgendwie... Ich sag mal so, ich bin zwar nicht der beste Architekt, aber ich hätte es anders gemacht. Ich hätte es ganz anders gemacht.
So, hier können wir nochmal reparieren. So. Was ist das hier? Sonnentempel. Oh, nice. Stufe 24. Geil. So, wo war denn das jetzt mit die Richtung? Das heißt, wir müssen jetzt Fernweh machen. Und dann das hier, guter Stoffwechsel und dann unerbittliche Flamme. Ich glaube, das ist ein bisschen verbuggt bei mir. Weil ich kann da durchlaufen. So, das nehmen wir auch mal mit. Ja, komm. Ist auch sehr dunkel hier. Das ist einfach bei mir verbuggt. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Hehl oder bei anderen auch genauso war. Weiß ich jetzt nicht. Nein, weg. So. Alter, das ist. Das nervt mich schon ein bisschen hier mit den Dingern. Schwarzpulverkugel, nice. Was haben wir da? Schrott. So. Und Hundi auch weg. Vor allem hier ist das Schlimme, hier fliegt so viel in der Gegend rum, dass ich oft die Gegner gar nicht erkenne, ob da welche sind oder nicht. Handschuh des Zaubermeisters brauchen wir nicht eigentlich. Kann ich wegmachen. So, jetzt ist nur die Frage, wo muss ich hin? Wo waren? Hier ist irgendwo noch einer. Schlimm ist, ich sehe jetzt wirklich nichts wegen dem, wo ich hin muss. Wegen dem Zeug.
Altcoin, dir auch viel Spaß, schönen Abend noch. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Wieso kann ich da die Tür jetzt nicht mit? Oh, mir juckt mein Auge. So, ersten Knopf gefunden. So, Bomben finden wir hier auch ohne Ende. So, wo haben wir jetzt nochmal ein Bügeleisen gehabt? Irgendwo am Eingang, ne? So. Fehlt jetzt noch auf der Seite eins. Alter, das mit den fliegenden Blöcken hier. Ne, warte mal. Hier waren wir doch gerade. So, hier. Okay, wer will Stress? Kein Schimmer, ob das bei anderen genauso war. So. Ah, hier. Konnte gerade beide treffen. So. Den haben wir. Da hinten sind auch noch mal zwei. Ah, okay, das ist dafür. Was macht das hier? Ah! So, Gegner? Nix Gegner. Ich? Boah, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie lange ich noch online bleibe. Denn ich bin jetzt endlich schon im neuen Gebiet. Eigentlich wollte ich so in knapp einer Stunde oder so eigentlich Ende machen, aber jetzt bin ich in einem neuen Gebiet, was ich nicht erwartet hätte. Und jetzt will ich schon doch ein bisschen hier erkunden. Mir das alles mal ansehen. Vor allem auch das, diesen Sonnentempel mit den fliegenden Blöcken.
So, entzündeter Hammer, Nahkampf. Oh, da ist noch eine Kiste. Erstmal Meteor. So. Lass mich raten, raus ist schon Nacht geworden. Ja. Dann legen wir uns schlafen. Und reparieren hier einmal alles. Wie voll ist unser Rucksack? Oh, geht sogar noch. Das Ding kann zerlegt werden. Das Handschuh des Zaubermeisters brauchen wir nicht. Das können wir auch zerlegen. So, Eier brauchen wir nicht da unten. Bitte nicht zitieren. Danke, Kami, für die für den Hinweis. Drin, ne, drinnen ist noch Tag. Drinnen scheint noch die Sonne. Nur damit du Bescheid weißt. Hi Hel. Mal gucken, wie lange ich heute mache. Eigentlich wollte ich so eine, knapp einer Stunde eigentlich Ende machen, aber ich bin jetzt endlich hier im Ödland oder so angekommen. Deswegen weiß ich nicht. Ich hatte kurz gesehen gehabt, du warst vorhin noch einmal drinne, aber wahrscheinlich warst du da müde oder sowas. Und Hel, eine Frage an dich, weil du ja hier auch in dem Sonnentempel warst, also den hier. War es bei dir auch? Weil ich glaube, da war ich bei dir noch nicht mit dabei im Stream. So, aber war das bei dir genau so komisch wie bei mir hier jetzt? Ah, okay, der Fehler ist bei mir irgendwo. Okay. Der Fehler ist bei mir. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Ich kam hier neu an. Hier habe ich nichts gebaut und so weiter. Der Fehler ist also bei mir. Ich kam hier an und dann sehe ich sowas. Und ich dachte schon so, hä, was geht denn hier ab? Der Fehler ist also bei mir. Ja, hat mich schon gewundert. Deswegen. Glaube ich auch, dass dann irgendwas nicht richtig dargestellt werden kann und so. Denn das war sehr komisch. Und dann gehe ich da durch den Sonnentempel durch. Und kann da drinnen nichts sehen, nichts erkennen und sonstiges. So, was haben wir hier? Ach nein. So.
Obwohl, nur noch ein Level. Da brauche ich eigentlich meinen Zweitcharakter hier gar nicht mehr. Und außer wenn ich irgendwie ein bisschen eine andere Klasse oder sowas ausprobieren will. Da kann ich mit dem hier auch weiter farmen gehen und so. Da fällt mir gerade ein, wir hätten eigentlich schon längst das größere Rucksack bauen können. Craften. Und ich habe es nicht getan. So, wo genau? Eine Imkerpfeife. Hier irgendwo. Also wahrscheinlich den Weg hier entlang. So, Honig nehmen wir mit. Bisschen Honig kann man immer haben, gut gebrauchen. Und Eisenpfeile. Nice Schwefel. Ist das nicht. Ach so, du spielst schon Mannerlords? Hab mir schon gedacht gehabt, also, weil ich habe schon auch andere gesehen gehabt, dass oder bist. Naja, Kuman und Banditen könnte auch Kingdom Come sein, ne? Aber ich habe gedacht gehabt, so du bist wahrscheinlich schon Mannerlords am Spielen. Aber alles gut. Ich gucke, wie lange ich heute mache. Ich versuche gerade irgendwie zu erraten, wie heißt dieses Tier hier nochmal, an was mich das erinnert. Genau, Gürteltier, auf das kam ich nicht. Gürteltier, danke, Hehl. Ich kam nicht auf Gürteltier. So. Ich mag Gürteltiere, die sind richtig süß, finde ich. So. Oh nein, Hehl. Ich dachte, du hast schon Reichweite genug, so, dass du das schon kriegen könntest. Ich hatte es für dich gewünscht gehabt, dass du das schon spielen könntest. Ja, okay, dann auf jeden Fall abwarten noch. Aber dann kannst du dich umso mehr freuen, dass du auch endlich da bist. Du darfst dich nur nicht spoilern lassen jetzt von irgendwem. So, ich glaube, hä? Tausend Zuschauer, da kriegen wir hin. Gib mir eine Woche, ich krieg das hin bei dir. Frag mich aber dann nicht, wie ich das angestellt habe. Okay, hier sind die schon Stufe 25. Könnte ein bisschen heftig werden, vielleicht. So, Magier weg. Jo, das mit dem Reden, das fühle ich, ist manchmal wirklich schon anstrengend. Manchmal weiß man auch gar nicht, was man sagen soll. Da bin ich aber auch froh, dass ich dann so Leute wie euch mal im Chat habe, die ein bisschen
hier Themen aufbringen, damit ich wieder was habe zum Reden. Vor allem, eigentlich, ich bin an sich jemand, der gerne redet, viel redet, aber manchmal brauche auch ich von sowas mal eine Pause. So. Ah, und ich sehe gerade, ich habe aus Versehen überlesen Ausgetanzt-Event. Wie war denn das? Erzähl mal. Hat's einen Spaß gemacht, wenigstens. So. Ah, doch, die Leiter funktioniert. So. Ich werde hier jetzt nicht alles einsammeln. Ich suche jetzt nur hier. Hier ist Lava oder sowas. Ah, ich muss noch weiter. Okay. Weiter in die Richtung. Ins Wookie-Dorf. Drum and Bass? Ich weiß nicht mehr, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Aber ich glaube, hier meine beste Freundin Cola, die geht auch in solche Richtungen, also von Musik. Zumindest ich habe davon schon mal was gehört, auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob ich das selber jetzt für mich im Kopf richtig zuordnen kann. Oh, ich brauche erstmal ein Bügeleisen. Ich hoffe, der kommt hier nicht ran. Ansonsten bin ich am Arsch. Ich versuche mal auf seinen Kopf zu zielen. Da gibt es mehr Punkt, mehr Schaden bei ihm. So, und Heel, für dich auch als Info, ich habe schon geschafft, so um die 1600 von den Büchern wieder aufzutreiben. Kann ich dir sogar gleich zeigen, Beweis geben. Dass du die... Ah, das glaube ich. Also, dass sowas dann entspannter ist, wenn da irgendwie Freunde sind und sowas. Club ist mir auch übelst anstrengend. So, wenn das dann so in einem kleinen Kreis war, so war ein Projektende von denen und bin halt drin. Ja. Wenn das so in so einem kleinen Kreis war, irgendwie sowas Kleineres, also keine Disco oder sowas, Club. Dann kann das auch definitiv entspannter sein. Ich finde super, dass der Typ hier jetzt nichts. Dass der Typ die ganze Zeit nichts anderes zu tun hat, als mich anzuschreien hier. Ja, ich fühle mich wie ein bisschen wie damals in der Fahrschule. Da hat mich der Fahrlehrer auch immer angeschrien gehabt, so. Weil ich gedacht hätte, so, das wäre GTA. Mein Spaß. Ich habe keine Menschen umgefahren.
Nice. So, Imkerpfeife, da haben wir sie. Gibt's hier sonst noch was? So, wir haben hier einen. Sonst Magierstab, nee. So, das packen wir auch mal hier hin. Komm, zerlegen wir, zerlegen wir. Da ist eine Truhe. Die leuchtet so schön. Autsch. So, ist der Bogen besser? 25, der hier macht 28. Ah, okay, mit dem abwarten. Ich würde sagen, aber Rucksack ist schon sehr voll wieder mal. Ich reise. Okay, das ging aber ganz schön weit nach Osten hier. Was ist das denn? Beim Sonnentempel habe ich was über. Okay, einmal nochmal zurück. Ich habe da was beim Sonnentempel vergessen. Was auch immer das war. So. Fell und Eier. Jetzt haben wir Eier. Aber das feiere ich auch, dass ich so einfach über den Boden gleiten kann hier. Alles klar, Hehl, dann angenehmen Lurk. 45 Stunden Arbeit und 30 Stunden Uni. Eieiei, okay, mein Beileid dafür. Oh, Safran haben wir gefunden. Und noch ein lebendig begrabenes Gürteltier. Ey, aber Hehl, wenn du irgendwie mal jemanden brauchst zum Auskotzen oder so, du weißt Bescheid. Das machst du dann im Stream. So, ich glaube aber, manche Sachen kann man nicht im Stream so erwähnen. Vor allem, wenn man so den Ort oder sonst was, wo man lebt, eher für sich behalten will. Vor allem auch nach meinem Umzug werde ich auch, also nur ganz wenigen anvertrauen, wo ich dann umgezogen bin. Also wohin ich dann wirklich hingezogen bin. Aktuell wissen das einfach zu viele Leute, dass wo ich herkomme, sagen wir mal so. Und ja, dann sobald ich in eine andere Stadt gezogen bin, werde ich damit eher aufpassen, wie ich damit umgehe, wo ich dann wohne. Außer die Stadt ist so riesig, dass als Beispiel jetzt Berlin, so groß wie Berlin, dass ich sagen könnte, man würde mich trotzdem nicht finden. Obwohl, Berlin könnte auch so. Deine Kameras soll ich mitnehmen? Ah, das hier habe ich vergessen. Das war das. Kami, wo soll ich die aufstellen? Im Badezimmer, Schlafzimmer, wo? Wo möchtest du die Kameras haben? So, bitte benachrichtige die Königin an Kommandant Cyrus. Wo ist unsere Königin? Ich brauche dringend ihren Beistand. Als sie beschloss, unsere Karawane zu teilen, herrschte so viel Verwirrung und Chaos, dass mein jüngerer Bruder Gustav in die südliche Karawane versetzt wurde.
Er mag wie ein erwachsener Mann aussehen, aber er hat den Verstand eines Kindes und lässt sich einfach verwirren. Ich hatte den Eindruck, dass er im Wagen hinter mir lag und schlief. Als wir aufwachten, musste ich feststellen, dass er weg war. Was wird Gustav nur ohne mich tun? Bitte, Commander Cyrus, ich muss wieder mit Gustav zusammenfinden, bevor wir nach Rauenblick aufbrechen. Kami. Aus. Böse Kami. Wozut, danke für den Raid. Einen Moment, yo, ich muss eben hier dann einen Shoutout machen. Warte mal. So, einen Moment. So. Wie geht's euch? Was habt ihr so gespielt? Vor allem, ich muss das immer noch mit diesem Streamer-Bot machen. Also den irgendwie mal einstellen. Dass ich das, dass das mit Shoutouts und so weiter vollkommen automatisiert. Meinen ganzen Kasten hast du vorhin gesehen. Ah, okay. Nice. So, warte mal, jetzt habe ich vergessen, wo ich hin wollte. Ich bin jetzt immer noch im Miasma. Ja, eigentlich hatte ich vorgehabt. Ah, du hast Dragon's Dogma 2 gespielt. Nice, wie war denn das? Ich war auch am Überlegen, mir das zu holen, das, reinzuschauen und so. Ah, geht mir genauso. Geht mir genauso eigentlich. Ich habe viel zu wenig Schlaf gehabt, aber ich bin immer noch wach und hab eigentlich Bock zu zocken. Eigentlich müsste ich Schlaf nachholen, tatsächlich. So, beziehungsweise warte mal. Ich wollte eigentlich wieder kurz nach Hause. Wenn ich das wiederfinde überhaupt. Fünfzig Stunden und schon, aber immer noch nicht weit. Oh, die beiden haben wieder was Neues. Nice. Jetzt wieder diese ewige Tortur mit dem Einlagern. Es tut mir leid, aber da müssen wir leider durch. Aber kannst du gerne dann in der Zeit erzählen, was habt ihr so da heute gemacht? Was habt ihr da geschafft? Und was ist dein Eindruck bisher davon? So, Knochen ist voll. Braucht man nicht. So. Ja, das kann ewig dauern hier. Es tut mir leid. Das sind einfach viel zu viele Kisten. Und das muss alles einsortiert werden. Habe heute einen langen Weg zu einem Vulkan gemacht und auf dem Weg habe ich häufig aufs Maul bekommen. Also so ähnlich wie ein Gothic, da kriegt man auch am Anfang, egal wo man hingeht, ordentlich aufs Maul. Ja, Dragon's Dogma muss ich mir auf jeden Fall auch noch holen. Also, es ist auf jeden Fall in meiner Wishlist. Aber ich kam noch nicht dazu, es zu spielen, sagen wir mal so. Also, beziehungsweise erstmal zu, überhaupt zu kaufen. Es ist auf der Wishlist, aber ich besitze es halt noch nicht. Vor allem, es sind auch einfach viel zu viele Spiele, die draußen sind, sagen wir mal so, die ich auch spielen will. Und irgendwann muss man auch halt Prioritäten setzen, was spielt man zuerst.
Deswegen spielen wir hier auch Enshrouded und nicht Palworld oder andersrum. So, das, oh ja, Enshrouded spielen wir. Aber ich meine jetzt nicht beides gleichzeitig. Weil es einfach viel zu viele sind. So große Spiele, Endlosspiele und sowas. Warte, jetzt habe ich meine Dietriche da reingeschmissen, ne? So, habe ich hiervon noch? Ne. Pflanzen habe ich jetzt nicht. So, dann können wir hier hin. Haben wir Fleisch? Ich packe die dann auch mal erstmal hier mit rein. Hier die Lotion haben wir nicht. Haben wir Bomben? Schwarzpulverkugel. Okay, warte mal. Das ist farblos. Das ist grün, das ist blau. Da muss noch lila und Gold kommen. Von den Dingern. Okay, da frage ich mich, wie das dann aussehen wird. Okay, warte, ich habe nur noch ein blaues Fläschchen hier. So, was haben wir noch? Wo haben wir die Zauber hier? Haben wir hierfür was? Nein. Wir haben Schwefel, das ist neu. Das packen wir auch mal erstmal in diese eine Kiste für Neues. Da. Und das hier haben wir auch neu. So, haben wir hierfür was? Nein. Ah, hier. Einen Kopf haben wir. Haben wir Wasser? Ne, wir haben Eier und Bücher und Knochen. Da haben wir Bücher. So, Eier waren da. So, die Knochen müssen dann hier zu Knochenmehl verarbeitet werden. So, dann nächstes Rezept. Was machen wir jetzt? Das hier. So. Das kann dahin. Und wo war Knochenmehl? Hier. So, was hat hier wer zu sagen? So, Imkerpfeife erhalten. Dein Geschenk ist so süß. Verwenden wir die Imkerpfeife, um einen Honigbienenstock herzustellen. Wenn es Zeit für die Ernte ist, können wir etwas ganz Besonderes herstellen. Du magst hoffentlich glasierte Yucca. So, was haben wir hier? Fleischwrap, Hühnersuppe, Zucker, Popcorn, Gemüsesuppe, Gemüsepüree, Würztee, Rooibos-Tee, Kamillentee, Pilzomelette, gekochte Eier, was haben wir hier? Honigbienenstock. Ah, okay. Gedüngte Farmerde. Gesunde und gedüngte Erde, die das Wachstumstempo von Pflanzen erhöht. Oh, nice. Dafür brauchen wir Sand, fossiler Knochenstaub und Nitrat. Jetzt, was müssen wir hier alles finden, bitteschön? So, Ofen müssen wir noch machen. Oh, wir können den Ofen sogar herstellen. So, wo haben wir den?
ich packe den erst einmal einfach irgendwo hin. So. Fladenbrot. Salz, Wasser und Mehl. Wollte hier nicht gerade noch irgendjemand was? Du wolltest doch was, Balthasar, oder? So. Ewiger Heilungsstrom. Ewiger Säurebiss. Warm weiß leuchtende Substanz. Den hätte ich wirklich gerne in Rot. Wir können ein paar Miasma-Seelen wiederherstellen. Hä, was war jetzt neu? Keine Ahnung. Hat die hier was Neues oder was wir eben herstellen können? Pfeil. Der Pfeil war was Neues. Warte, Polsterung. Roter Stoff. Rot, die Farbe der Flammen, ist dem Flammenblut würdig. Blau gefärbter Stoff, der für Kleidung verwendet wird. Gelb gefärbter Stoff, der für Kleidung verwendet wird. Grüner Stoff. Die Farbe des Lebens, eine wunderbare Farbe für Kleidung. Kann ich den Stoff selber herstellen irgendwie? Wildjägerkapuze. Wildjäger Brustpanzer. Wildjäger Handschuhe. Wildjäger Hose. Alter, die sehen nice aus. Assassinenkapuze. Blitzpfeilkapuze. Ich glaube, der Wildjäger gefällt mir am besten bis jetzt. Von den Sets, die sie hat. So. Regale. Ah, okay. Das ist jetzt hier wegen dem Palmholz möglich. Banner. Kann ich nicht andere Banner machen? Irgendwie so ein bisschen die mit mehr Feuer oder Totenköpfen zu tun haben. Achso, bei ihm konnte ich hier die Lichtquellen machen. So, Badezimmer. Hier Stühle. Ah, hier haben wir das gute Bett. Plus 6 Komfort. Und wir haben das hier, plus 3 Komfort. Das ist einfach doppelt so viel wie das da. Einen Moment. Boah, sorry. So, yo, Wosut. Dann dir viel Spaß beim Schneiden und Essen. Ja, mal gucken, wie lange ich mache. Ich glaube, ich mache jetzt gleich mal, nachdem ich hier angeguckt habe, was ich brauche. Auch nochmal ein kurzes Päuschen. Boah, mein Hals kratzt gerade extrem. So, Wasserbrunnen können wir immer noch nicht machen. So, was ist mit ihm? Hat er neue Sachen? Wir können die Dinger jetzt machen. Schwunganker und ein Zuganker. Ich hoffe, der ist jetzt glücklich. So, Schild. Schurkenschild. Dafür brauche ich Eisenbart. Schurkenset. Dafür fossiler Knochenstaub, Polsterung und Schuppen. So. Warte mal. Hab ich hier Kupferspitzhacke? Ich könnte bei ihm eben das Ding machen. Bronzespitzhacke. Und dann die Leinen eben holen und eine Bronzeaxt machen. Hier, da haben wir Leinen. Der wollte jetzt nur 3.
Genau, Holzfäller, Bronze-Axt. Die Schutt-Axt können wir wegmachen. Wohl, warte mal, die beiden tausche ich mal. Wieso können wir keine, wir können hier nur eine Schutthake machen. Warum keine Kupferhake? Warum kriegen wir eigentlich hier auch keine besseren einheitlichen Waffen? Das frage ich mich auch schon. Ich will ein Schurkset haben. So, was ist mit ihm? Nein, da wollte ich nicht hin. Nein, ich will mit ihm reden. So. Achso, ich kann nur herstellen. Elektroplasma-Fragment und Knochen. 50 und 20. Davon haben wir eigentlich genug. Wir können wir aber zum nächsten Mal machen. So, mal gucken, wo ich eigentlich die Dinger hier platziere. Ich dachte schon, was greift mich da jetzt an? Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist da. Ich gehe mal vielleicht erstmal schlafen, bis es hell ist. Und dann gucke ich mir mal an, so wo ich das hinpacke. Obwohl, wir können auch darum gehen. Ah, okay, so ein Ding ist das. Dann mache ich den mal als Deko dahin. Ah, okay, genau. Da kann man, wenn man hier unten ist, einfach her hier hin. So. Was den hier angeht, ich packe den erstmal einfach irgendwie irgendwo hin. Bringt mir zwar da nichts, aber Hauptsache, wir haben das mal gemacht. Finde ich an sich aber nice. Das da müssen wir definitiv wirklich ändern. Den Block. So. Was wollte ich jetzt machen? Wir haben noch ein paar. Und ich wollte die Dings hier einlagern. Ich pack die mal. Wo packe ich die mal mit rein? Ich pack die mal hier mit rein. So, und was machen wir damit? Mit der Imkerpfeife? Kann ich die platzieren? Ja, ich kann die platzieren. Platziere die mal hier hin, wo wir im Grunde alles sammeln. So, Obeliskenforschung und die Säulen der Schöpfung. Herzen aus Eisen, das müssen wir eigentlich machen. Plasmapresse für den Sammler. Webstuhl für die Jägerin. Sonnentempelgeschichten, wissenschaftliche Instrumente für ein Labor. Haben wir noch einiges vor uns. Aber ich würde sagen, ich mache gleich mal damit weiter. Die haben hier alle auch wieder was Neues.
viel zu viel. Und da kommt noch einiges nach in ein paar Updates und sowas. Oh, wir haben die Sachen noch nicht repariert. Ja, ich mache eben das noch mit dem Reparieren und dann bin ich gleich wieder da. So, ich gehe aber vielleicht hier hoch, genau. Und dann sehen wir uns auch.